Ja, und damit herzlich willkommen zu Nio. Ich habe mir gedacht, da ich zurzeit Dark Souls wieder angefangen habe, wollte ich mal in dieses Spiel reingucken. Es wurde mir empfohlen. Und ich dachte mir so, ja, guckst du dir das mal an. Ein paar Videos angeguckt. Jetzt soll ich gucken. Okay. Sieht ja ganz nett aus. Und ja, ich denke mal, bla bla bla. Kann ich das jetzt schon mit meinem Controller spielen? Ah, natürlich nicht. Ich liebe diesen Controller. Ja. Ich weiß, dass meine. Ist das Schöne? Das funktioniert? Aber das nicht. Das muss ich noch einstellen. Ja. Okay. Machen wir kurz mit Tastatur. Selbst das funktioniert nicht. Wo ist der? Ah, jetzt. Das funktioniert jetzt. Das ist sehr gut. Bitte passieren. Was? Dass die beiden Bilder in einer ähnlichen Intensität erscheinen. So. Gut. Möchtest du bla bla bla. Was steht denn hier? Ah, okay. Okay. Ja. Gut. Standard-Schema werden können im Systemmenü geändert. Genau. Ja. Das sieht ja schon mal nice aus. Geh mal ganz kurz ins System und auf das Audio runter. Gut, Steuerung. Oh, nice. Da wird ja sogar der Steam-Controller angezeigt. Ach, das ist ja easy. Ha? Das ist ja tatsächlich mal richtig geil. Okay. Da gibt es sogar Tastatur- und Mauseinstellung. Tastbelegung. Oh, das haben die anscheinend geändert. Weil ich habe mir nämlich einen Test durchgelesen, dass das da nicht so funktioniert. So, haben die das überarbeitet hier. So, ich denke mal, wir machen ein neues Spiel. Also ich weiß eigentlich fast, ich habe mir wirklich so nur so angeguckt, so, okay. Eigentlich nur die Trailer-Videos von Steam. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie das Gameplay geht oder so. Ich werde jetzt einfach in eine komplett andere Welt reingeschmissen oder in eine neue Welt, die ich überhaupt nicht kenne. Das Einzige weiß ich, dass die Steuerung so ein bisschen, also es ist so ein bisschen wie Dark Souls. Es soll schwieriger sein. Wir werden es sehen. Weit im Osten liegt Zimpangu, ein Land voller goldener Paläste und funkelnder Juwelen. Kublai Khan, der Herrscher des Mongolenreichs, entsandte eine große Armee dorthin, doch die Krieger von Zipangu setzten Wundersteine ein, um ihre starke Verteidigung entgegenzusetzen. Was die Reisen des Marco Polo, Kapitel 6, Seite 174 bis 175. Ist also ein Wunderstein. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Some call it a miraculous stone. The philosopher's stone. The Queen of England remains locked in combat. With Spain. Country where the sun never sets, for control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy, hiring pirates like us to find Emrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada.
Sehr interessant. Gut. Ich werde aber gleich noch was umstellen. Der Tower of London ist eine beeindruckende Festung, die von König William I. zum Schutze Londons errichtet wurde. In späteren Zeiten wurde der Tower zu einem Gefängnis für Verräter und zum Hinrichtungsort für Kriminelle. Die Londoner waren überzeugt, dass der Tower und London selbst zusammenstürzen würden, wenn die vielen dort lebenden Krähen ihn verließen. Aha. Gut. Wird mal gucken, ob die FPS auf 60 bleiben. Gehen dauerhaft runter auf 30. Bleiben denn auf 30? Ist ja merkwürdig. Fängt so ein bisschen wie Dark Souls an. It seems death won't stop chasing me. Gut. Ja, machen wir ganz kurz hier. Okay. Die Steuerung ist noch sehr hakelig. Gott, es gibt. Okay. Ach du. Ah, okay. Hier oben ist die Einstellung. Ich werde mal gerade ein bisschen Grafikeinstellung untersetzen. Jetzt ist es in Aktion. Kino. Ich gehe mal auf. Ja, Dings. 60. 30. Okay, 60. Nehmen wir die Standard. Bla 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 bla. Okay. Ist das besser? Och, nicht so. Oh, jetzt ist passiert. Ah, okay. Das heißt, wenn man in das Menü geht. Aha, wieder Erinnerung. Angriffe, schwacher Angriff. Starker Angriff. Okay. Das heißt, wann spielt es denn? Okay. Das ist Blocken. Man spielt es über X und Y. Ah, ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht umstellen werde. Tatsächlich. So wie Dark Souls. Könnte es tatsächlich sein, dass ich das umstelle. Was gibt's denn da für Steuerungsmöglichkeiten? Gegenstandsbindung wechseln. B starker. Ja, genau, das werde ich tun. Ich nehme natürlich die Dark Souls Angriffe. Ist natürlich klar. Weil okay, geht's jetzt. Oh! Was? Alter, verdammt. Okay. Oh, hoppala. Vielleicht hätte ich mich dem nicht nähern sollen. Ist natürlich gut. Erstmal in den ersten 10 Minuten direkt sterben. Okay. Ich wollte aber eigentlich nochmal in die Einstellung gehen. Ja, ja. Also ist definitiv schwieriger als Dark Souls. Grafikeinstellung. Gehen wir hier in geringe Qualität. Genau, und das lasse ich an. Gut. Aber zumindest 60 FPS. Okay, man muss halten. Links und A. Wie markiere ich denn? Warte mal. Geh mal ganz kurz in die Steuerung rein. Schnelle Fortbewegung, Ansturm, halte und dann A. Aha, Ziel erfassen. Fassung RC. Was ist denn RC? Right. Das sollte ich da umstellen. Geh mal ganz kurz in meine Controller-Einstellung.
Oder kann ich das auch so einstellen? Rein theoretisch müsste das dann das hier sein. Obwohl ich habe, auf welcher Seite habe ich immer? Doch auf der. Es ist halt richtig geil, dass ich das halt jetzt einstellen kann, weil ich habe ja hinten noch zwei extra Tasten. Wenn ich das jetzt so einstelle, kann ich damit halt das verstellen. Aber man kann nicht rollen. Ja! Oh, nice. Verlierer? Was? Verliesschlüssel, okay. Und ein Bastardschwert. Das ist sehr, sehr nett. So, wie rüste ich das jetzt aus? Okay. Das ist wahrscheinlich hier. Ach du Heiliger, das ist ja richtig übersichtlich. Okay. Der Kampfwaffe? Haben wir keine. Erinnerungen. Ah, okay. Wie stecke ich die Waffe wieder weg? Oh, lol. Ah, ist zurück, okay. Ah, X ist Verteidigung. Was ist dann? Okay. B ist also der Ausführungsknopf. Ah, okay. Ja, ich werde mich aber noch mal da hinten umsehen. Die Steuerung ist noch ein bisschen wackelig. Und ich muss meine Sensitivität. Okay, hier ist keiner. Ich drücke immer. Aha. Okay. Was haben wir denn jetzt bekommen? Wir haben nochmal ein Schwert bekommen. Performen wir nicht. Wir haben aber einen Fußschutz bekommen. Nice. Okay. Wie funktioniert das jetzt? Was hat er jetzt? Habe ich jetzt? Das sollte ich nicht machen, wenn ich gerade kämpfe. Ah, mega nice, Alter. Kann ich auch? Verteidigung X, Ausrüstung bla, okay. Gehen wir noch mal kurz in die Steuerung, okay, bla bla bla, Haltung ändern. Was heißt die Haltung ändern? Es gibt ein DAX für zwei Haltungen. Nein! So, scheiße. Es gibt ja in Dark Souls zwei Steuerungen, also zwei Dings. Schwache Angriff, Zielerfassung. Ja, die haben wir auch mal schon umgestellt. Verteidigung. Gegenstandsbindung. Ausweichen, Ansturm. Interagieren ist halt B. Ich denke mal, ich würde gerne auf A das nehmen. Das heißt, kann ich hier nochmal X. Ah! Hört. Ne, warte mal. Das ist falsch, oder? Immer noch. Ja. Scheiße. Ja, es kommt halt jetzt erstmal. Ey.
Weil ich nehme nur mal nicht auf B halt Dings. Steuerung. Alter, ist ja total bekloppt. Wer nimmt denn auf B? Das hab ich aber gemacht, wa? Ah, hier muss ich hin. Okay. Da hätte ich gerne diese Taste und diese Taste. Ah, was? Nein. Nein. Ach, Mist. Halt, welche ist jetzt hier die richtige? A nicht. Gott, B. Genau. A sind dagegen. Bio B ist jetzt. Ja. What the fuck? Das funktioniert nicht, oder was? Deine derzeitigen Kontrollen werden als benutzerdefinierte Steuermethode gespeichert vorfahren, ja. Ich will aber das Sprinten auf B haben. Und wieso geht das nicht in der Steuerung? Ah, das ist doch total bekloppt hier. Jetzt verbrauche ich hier 50 Minuten gefühlt. Oder ist das Typ C? Typ E. Ich hätte das gerne unten gewechselt. Was ändert sich denn hier? Hier ändert sich doch ja nicht. Wieso kann ich denn das jetzt hier nicht ändern? Ah. Ach du Scheiße. Ne, warte mal. Ne, ist schon alles okay. Jetzt ist alles richtig. Hört. Es sieht nur so merkwürdig aus. Aber das ist halt unten jetzt richtig eingestellt. Alles super. B ist jetzt wieder zurück. Alles ist gut. Es wird halt so nur nicht umgeschrieben. Weil es natürlich im Spiel eingestellt ist, so. Aber ich will es jetzt so haben. Das haben wir jetzt bekommen. Okay. So, also was war das? Ah, okay. Was habe ich jetzt hier für eine Einstellung? Das ist sehr interessant. Gut, wir laufen mal weiter. Ah, wir haben wieder Mantel bekommen. SM. So, zack. Oh, wir haben irgendwas in Bindung bekommen. Medizin. Okay, wie wechsle ich das denn? Dann nehme ich das über die Pfeiltaste. Okay, ja, schon. Schon in Ordnung. Jo. Der hat das Spiel geladen. Kann ich mich ducken? Das finde ich schade. Stehen 2 Wochen. Kann man denn. Funktioniert das auch?
Okay. Das sind aber nicht so Pfeile wie in Dark Souls, die dich verfolgen. Okay. Es steht da aber trotzdem B, Alter. Holy shit. Das verwirrt mich ja richtig. Okay. Durch. Hier ist ein Tisch. Da steht doch einer. Oh. Lol, ich war betäubt. Das ist ja auch krass. Okay. Gestorben gespeichert, das ist ja nice. Ich lass das mal so. Ach du Scheiße. Ist aber nicht so schlimm. Würde ich sagen, weil wir können ja hier durchlaufen. Okay. Kann ihn leider nicht so schön anvisieren, wie ich gerne hätte. Komm mal her. Okay. Weg. Nee, da ist hier drinne. Will ich noch so wechseln? Ja. Erstmal kein Problem, ja. Halt, ich habe da was verloren. Doch nicht. Okay. Das war jetzt erstmal nicht allzu schwierig. Wir kommen hier immer Sachen. Ich müsste die noch einzeln aufnehmen. Okay. Wir haben die Hose. Oh, ich will immer da auch drücken, ey. Was haben wir hier bekommen? Steine. Ah. Vielleicht hätten wir die gerade benutzen müssen. Hat mir Rüstung. Okay. Was ich allerdings weiß von dem Spiel ist, dass es mehr nicht so Open World lastig, glaube ich, war wie Dark Souls. Also Dark Souls kannst du doch ja, ich komme gleich. Dark Souls ist ja mehr so, ich sag mal, ja, Open World lastig. Lass die gern. Und das ist mehr so geradliniger. Du suchst dir halt hier deine Mission aus und machst sie dann halt. Ich glaube so. Oder das geregelt. Steht keiner dran. Ne? Indeed. The death of the leader of Japan will spark a war and a wonderful opportunity to acquire more Abrita. Once tomorrow's execution takes place, we will get our hands on a compass that will lead us to that Abrita. With enough Abrita, we could subdue Spain, perhaps even the world. The day when England reigns supreme is near. Find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood
Okay. Ja, ist ein bisschen anders die Geschichte. Also, wenn man Dark Souls nimmt, da ist ja meistens Feuer im dritten Teil halt. Ich weiß gar nicht, was die ersten zwei Teile war, das ist schon so lange wieder her. Ja. Komm, bete mal. Ich bete doch. Irgendwas anderes tun? Ach so, ich heile mich hier wahrscheinlich, wa? Okay, Gegenstände benutzen. Ja, das weiß ich schon. Was ist das? Der schwarze Turm. Okay, das lesen wir andermal vor. Wir gucken uns jetzt erstmal jetzt hier unten um. Der da, dreht sich der um. Halt, was steht da? Left Button. Und dann kann man das halt. Hat da einer. Drücken wir das falsch. Ausrüstung. Es gibt sogar Vertrautheit auf den Schwerter. Okay, ich werde mal. Warte. Wird das mal ablegen. Gut. Ah, das ist ja sehr interessant. Okay. Anscheinend muss die Tür von der anderen Seite geöffnet werden. Komm her, ja. Als ob da jetzt beide kommen. Zurück. Ich hab keinen Stamina mehr. Mal ganz kurz heilen. Aua! Du kleiner aller, weg mit dir. Das ist ein sehr. So, wie gehen wir beten? Die Frage ist jetzt, ob es zurückgesetzt wird. Ja. Es ist so wie das Leuchtfeuer. Minded. Oh. Okay. Das war sehr interessant. Nehmen wir mal hier die große Kiste mit. Oh, nice. Eine neue Waffe. Nein, hör auf zu pfeifen, Alter. Oh shit. Axt. Kann ich die jetzt eigentlich on the fly? Die Frage ist ja, ich würde ja gerne. Oh fuck. Aber da. Das wollte ich gar nicht. Egal. Was? Na schade, ich dachte, das funktioniert. Da kommt immer wieder was raus. Ist ja interessant. Ja, wir müssen wir wieder nach unten. Ne, wir sind verloren gekommen. Okay. Ich würde aber erstmal sagen, wie es weitergeht. Das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und tschüss.